Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft One World. Und nachdem wir ja in der letzten Folge absolut nichts geschafft haben eigentlich, muss ich ganz ehrlich auch zugeben, hieß auch so die Folge. Nachdem wir da nichts gemacht haben, wollen wir heute einen Skelett-Spawner machen. Oh, das war ein zu viel. Und wir haben absolut keine Materialien dafür. Ihr seht schon, ich habe schon einen Baum farmen können. Wir haben hier ein bisschen... Ach komm, wir nehmen mal ein bisschen Schiefer mit. Hier, Bruchsteinschiefer oder so. Ach so, nee. Brauchen wir gar nicht mitnehmen. Ach, da kommt mal wieder ein ungebetener Gast. Toll. Kaum war der One-Hit. Egal. Und warum... Was macht der Moos da oben? Niemand weiß es jemals, was der Moos immer macht. Oder das Moos, eher gesagt. Der Moosblock, aber nicht der Moos. Aber egal. Ich laber schon wieder zu viel Scheiße. Ihr seht schon, meine Kartoffeln sind auch alle durchgebraten und so weiter. Wir wollen jetzt rüber und ein Skelett und Cave Spider Spawner bauen. Oder was heißt Spawner? Kill Chamber. Und für die Skelette ist natürlich ganz klar das Standard... Warte. Easy. Ich habe einfach ein paar Dings übersehen. Ein paar wunderschöne Diamanten übersehen. Chillig, hier sind noch mehr. Okay. Ja, 5 Diamanten mal kurz mitgenommen. Warum denn noch nicht? Da muss ich mal ganz kurz stoppen. Wir können ja nicht einfach Diamanten hier rumliegen lassen. Ah ne, wie gesagt, ich habe schon ein bisschen gearbeitet da hinten. Und den Creeper lassen wir bitte mal ganz schnell hier unter das Zombie. Habe ich auf beide keinen Bock. Und ja, wir haben ja hier in der vorletzten Folge hier diesen Gang gegraben zu unseren Spawner da hinten. Irgendwo da ganz hinten sollten die dann mal auftauchen, wenn sie in Render-Distanz kommen. Und ja, wie gesagt, da sind ja 2 Spawner. Einmal ein Cave-Spider-Spawner und einmal ein Spinnen-Spawner. Jetzt ist das Problem, ich habe mal geguckt, die sind nicht weit genug auseinander, dass man die irgendwie trennen könnte. Und dementsprechend müssen die in eine Kill-Chamber rein. Oder was ist Kill-Chamber? Auf jeden Fall in eine, wo sie droppen. Und dementsprechend habe ich mich mal umgeguckt im Internet, wie man vernünftig die separieren kann. War schwieriger, als ich dachte. Tatsächlich. Aber, ihr seht schon, ich habe hier ein bisschen angefangen, schon mal auszugraben. Aber wie gesagt, das Hauptproblem, was ich hatte, war halt, Spinnen und Skelette auseinanderzuhalten. Dass die sich nicht in eine Quere kommen und so weiter. Und dann, ja, muss ich halt hier nochmal gucken, dass ich hier meine Sachen freikriege. Aber als erstes kann ich hier ja mal 3 Blöcke runtergehen. Und ich brauche Soul Sand. Das kriege ich aber nicht. 100%ig nicht. Ich weiß gar nicht, kann ich Soulstone in der Oberwelt bekommen irgendwo? Ich glaube nämlich tatsächlich nicht und das ist ein Problem. Also kann ich sowieso nicht die 100% effektivste Variante machen hiervon. Aber das soll uns nicht stören. Ich kann ja nochmal mich informieren dann zwischen dieser Folge hier vielleicht, ob man nicht doch irgendwo Soulstone herkriegt, aber egal. Auf jeden Fall würde ich aber mal sagen, ich grab jetzt hier mal aus. Auf die Tiefe tatsächlich sogar, machen wir eine mehr als man muss. Oder? Ach nee. Wir graben aus. Passt schon. Wir graben auf die Höhe. Und dann sehen wir uns wieder, wenn hier alles vorbereitet ist, auf jeden Fall. Hier diese Nachbarsachen ausgeleuchtet werden, damit wir hier keine unnötige Mobcap drin haben. Und mit unnötig meine ich jetzt halt sowas hier. Wir haben hier halt den Hauptraum direkt daneben. Und das ist halt absolut unnötig. Aber ja, wie gesagt, wir sehen uns aber gleich nochmal wieder, wenn wir hier fertig gegraben haben. So, ihr seht schon, ich habe hier eine halbe Farm aufgebaut schon. Oder was ist Farm? Spawner. Grinder hier. Und zwar haben wir jetzt hier unsere Abtransportation von denen. Die funktioniert auch 100%ig, kann ich euch garantieren. Ich meine, ich kann mal, was kann ich denn reinschmeißen? Ofenkartoffel. Hier, ihr seht schon, die rutscht hier runter, rutscht da runter und dann da hinten rein. Und für Items ist es ja nicht gemacht, deswegen bleibt es da jetzt gerade hängen. Und zwar haben wir dann hier hinten den Separator. Ihr seht schon, hier oben sind Slabs. Das heißt, ich bin jetzt ein Skelett. Und kann nicht schwimmen. Heißt, ich falle hier runter. Oder schwimme hier ganz langsam runter. Und bin hier unten in diesem Raum. Ja. Ich als Spieler, also ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ihr könnt 3 Blöcke hochspringen und dann oben drüber Wasser haben. Und ihr kommt da hoch. Ich meine, ich wusste es nicht. Aber auf jeden Fall, dann werden hier die Spinnen reingehauen. Ich habe da jetzt mal Slabs reingemacht, weil teilweise sind die tatsächlich hier hängen gegangen, geblieben. Wenn man nur ein Dings hatte. Wenn man nur einen Block hier hatte. Dementsprechend haben wir hier Slabs, dann geht es hier runter und dann dahinter, an der Stelle hier, werden dann umgebracht. Ja, also genau da, wo ich jetzt ausgegraben habe. Da müssen sie dann ankommen auf der Umbringstelle.
Und ja, die Skelette werden dann theoretisch hier runtergehauen, landen dann hier in einem Wasserstrom, wahrscheinlich hier auf der Ebene erst, und werden dann zur Seite einmal hoch und einmal wieder runter. Das können wir aber momentan noch nicht, deswegen ja, müssen wir das irgendwie anders machen gerade. Aber ich würde mal sagen, wir bauen jetzt kurz den Grinder, weil das hier ging jetzt tatsächlich recht schnell. Ich kann es euch ja nochmal zeigen, ganz kurz hier. Wir holen mal uns ganz kurz eine Cave Spider rein. So, so. Und dann müssen wir die beiden, glaube ich, noch wegmachen. Da haben wir schon die erste Cave Spider. Und sie kommt runter. Jetzt müsst ihr natürlich vorstellen, die würde normalerweise nicht gegen das Wasser ankämpfen, weil, ja, wir sind jetzt halt hier ein Ziel für sie. Also müsstet ihr euch so vorstellen, sie würde nicht gegen ankämpfen und wird auch nicht wirklich groß versuchen, hier rauszukommen. Weil da, diesen Kampf hätte sie jetzt normalerweise nicht. Und ihr seht schon, da jetzt ist sie hier drin im System, jetzt kann sie mich auch nicht mehr targeten. Weil jetzt ist sie da in diesen Wänden drin und wird jetzt auch nicht weitergespült, weil da hinten halt unsere Killchamber noch nicht da ist. Aber sie kommt hier hinten an. Ja, ihr seht schon. Ja, wahrscheinlich. Jetzt erklärt sich auch, warum die so lange Range haben zum Attack. Ja gut, aber wir können das gleiche jetzt nochmal für ein Skelett machen. Die sollten nicht so viele Probleme bereiten mit der ganzen Aktion hier. Wir müssten eigentlich jetzt einfach nur den hier machen können und es sollten Skelette spawnen können, genau. Du schießt mich hier gefälligst nicht ab. So, das ist das Schöne, wir brauchen zwei Fackeln oder so pro Spawner. Und ja, ihr seht schon, da ist es runtergesunken und steht jetzt hier unten drin. Jetzt können wir es weghacken. Was hat das für Schuhe gehabt? Schutz? Nee, braucht kein Mensch. Nehmen wir uns einfach mal und schmeißen hier oben hoch. Oder auch nicht. Tschüss. Dann bleibst du halt hier unten liegen. Ja, wie gesagt, diesen Mechanismus hier habe ich mir von irgendwem geklaut. Ich weiß gar nicht von wem. Habe einfach mal auf YouTube geguckt, wie man das machen kann. Habe dann früher oder später was gefunden gehabt. Weil ich hatte ein bisschen mehr rumprobiert mit der Sache. Aber es hat alles irgendwie nicht so funktioniert, wie es sollte. Dementsprechend müssen wir jetzt nur noch hier bei diesem Weg hier zur Seite gehen. Achso, das da hinten ist der Amethyst da. Zur Seite gehen, hier eine kleine Wand reinbauen. Diese Kiste umlokalisieren, das ist ein bisschen was von meinen Erkundungen, die ich hier in dem anliegenden Minenschacht gemacht habe. Und ja, wie gesagt, ich muss jetzt hier noch ein kleines Fenster reinbauen, hier vorne noch ein bisschen was machen und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich nochmal wieder, wenn wir ein bisschen was hier gearbeitet haben, dass es ein bisschen schöner aussieht. Und ja, dann bis dahin. So, ihr seht schon, ich habe jetzt hier einen kleinen Raum, auch mit ganz schön viel, wie heißt das nochmal, getöntem Glas. Als ob das einfach nur getöntes Glas hieß. Egal, auf jeden Fall können wir mal hier reingucken in die Chamber. Hier hat sich nicht viel geändert, außer dass ich hier oben dicht gemacht habe. Dann kommt man hier rein und hier muss ich aufpassen, weil ich habe hier unten vorsichtshalber erstmal Lava hingemacht. Weil wie gesagt, Skelette will ich heute noch nicht bauen. Ich will erstmal nur gucken, dass ich hier die Aussortierung vernünftig hinkriege und dass das Ganze vernünftig läuft. Skelette können wir dann immer noch bauen. Ja. Unser Ein- und Ausgang ist wie gesagt, einfach ein Loch ins Glas zu machen. Und ja, wir haben ja jetzt hier oben hoch haben wir unseren Ausgang. Der wird auch noch oben verlegt, hundertprozentig. Und hier runter, ihr seht schon, da unten ist ein Slab, damit die Lava da nicht runterläuft. Ich kann da jederzeit runter, wenn ich möchte. Ich habe es aber erstmal gelassen, weil ich habe noch 59 Haltbarkeit auf meiner Behutsamkeitsspitzhacke. Dementsprechend habe ich schon einen großen Teil jetzt ausgegraben mit meiner Glücksspitzhacke. Ich muss mir wirklich mal die Mending-Bücher holen. Also wirklich, das ist wichtig. Aber auf jeden Fall, ja, hoffe ich mal, dass ich das so lassen kann. Ich weiß es allerdings nicht. Dementsprechend habe ich hier mir schon mal drei Eichen als Falltür mitgebracht. Ja. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Cave Spiders nicht eventuell hier unten drunter durchkommen. Und dementsprechend wäre ich ziemlich im Arsch, wenn ich jetzt hier die Fackeln entferne und die durchkommen. Und ja, wie gesagt, ich entferne jetzt erstmal die Fackeln. Und, okay, wir nehmen die Cave Spiders als letztes, weil die sind tatsächlich die nervigsten, glaube ich. So, Skelette können spawnen. Wir merken es auch erstmal direkt. Fuck. Zu hiermit. Ja, okay, das Problem ist, die können jetzt halt natürlich hier hochklettern und so. Da können wir nichts dran ändern. Das ist einfach so. Okay, kommst du hier durch? Okay, da vorne kommen die Skelette. Und... sie versuchen es, mich abzuschießen. Und sie schaffen es auch. Okay, das ist natürlich ein Problem für mich. Das ist natürlich ein Problem, wenn die es schaffen.
Und ihr, meine kleinen Spinnen, schafft ihr es, hier rüber zu kommen? Ah, es spawnt hier gar nicht. Ich glaube, ich muss eventuell diese Spawner Spinnenproof machen, dass sie nicht an Seiten hochgehen können. Das könnte ja so natürlich jetzt so eine Sache sein. Wartet mal. Nee, weil deswegen hatte ich meine Spitzhacke noch nicht vollständig aufgebraucht. Weil ich brauche hier diese Sache. Und danke, ich habe wieder meinen Gift weg. Egal. Und ja, warte mal, wir disablen jetzt erstmal hier den Spinnenspawner. Ach hier, und jetzt müssen wir aber auch gucken, dass wir auf keinen Fall hier sterben. Weil wenn wir hier drin sterben, haben wir ein Problem, dann sind meine Sachen nämlich alle futsch. Alle, komplett weg. Oh fuck, wir brauchen Trapdoors. Ich bin tot, ich kann es euch jetzt schon sagen. Ich sagte doch, ich bin tot. Oh Gott. Okay, wie auch immer, aber ich lebe noch. Die kommen allen Anschein nach da durch. Also, wie gesagt, wir müssen mal gucken. Allen Anschein nach kommen die durch einen halben Block durch. Das ist jetzt natürlich für uns sehr, sehr scheiße. Achso, ja, und ich habe komplett vergessen, hier habe ich auch noch einen Weg. Ja, okay, das ist jetzt natürlich scheiße. Heißt, wir müssen hier Trapdoors drauf machen. Da dürften sie dann hoffentlich nicht mehr durchkommen. Die Frage ist, ich weiß nicht, ob jetzt, wenn die dann hier reinkommen, ob dann deren Sachen vom Hopper aufgesammelt werden. Weil ihr seht es ja schon hier, wir haben einen kleinen bisschen Verlust. Das kann ich aber auch noch in Zukunft ein bisschen abändern. Ah, wartet mal. Wir probieren das jetzt nochmal mit Spinnen. Erstmal, ob sie ankommen hinten oder... Und dann noch als zweites, ob sie auch wirklich da jetzt nicht rauskommen. So. Ich brauche halt, dass da viele Spinnen sind. Ich weiß auch gar nicht, sind die aus so einem Radius des Spawners? Ich glaube. Ja, okay. Ich mache schon diese eine... Ein scheiß Dings ab. Ich glaube, ich kann es da offen lassen. Das sollte kein Problem sein, aber wie gesagt, das ist ein Problem, dass die unter der Decke kommen. Weil dadurch kommen die Spinnen dann halt nicht mehr bei mir an, hier hinten. Und das ist ein Problem, was ich verhindern muss. Das verhindere ich bisher immer mit Wänden, die dann auf Wasserhöhe halten, so wie hier jetzt. Und da kommt unser erster Testkandidat. Okay, hier oben drauf kommst du. Wenn ich dich jetzt hitte, kommst du aber nicht hier unten durchgelandet, oder? Nee. Wir können mal ganz kurz gucken. F3 plus B. Wie sind denn da die Hitboxen? Ja gut, werden uns nicht angezeigt. Ja, achso, ja stimmt, das macht der Shader. Ja gut. Ja, das ist jetzt natürlich belastend. Wir können ja mal reingucken. Spawnen hier nochmal ein paar mehr. Oder hängen die alle unter der Decke? Hm. Irgendwie spawnen hier sehr, sehr wenig. Also irgendwo ist das komisch. Aber keine Ahnung. Also eine wird hier unter der Decke hängen, mindestens. Da hängt eine, ja. Aber wir gucken mal hier rein, wo hängen sie denn unter der Decke? Da oben in der Ecke die eine halt. Ja gut, wie gesagt, wir müssen dann hier halt die unterste Reihe durch die Slabs ersetzen, durch diese Wände ersetzen und dann passt das. Okay, kommst du hier durch? Nein. Deine Sachen werden auch alle eingesammelt. Jo. Ja gut, wie gesagt, ich modifiziere die dann mal offscreen wahrscheinlich einfach, dass die funktioniert vernünftig.
Ich werde dann nochmal ein bisschen testen und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wo wir dann wahrscheinlich hier einen fertigen Spawn haben, bis auf halt die Skelette, die werden immer noch aussortiert und in Lava verbrannt. Ich weiß, es ist momentan ein Waste of Potential, aber ja, die werde ich dann wahrscheinlich per Dropper oder so hier runterkommen lassen, neben mir oder hier an der Wand. Muss ich mal gucken, wo sie dann runterkommen. Aber wie gesagt, dafür brauche ich erst Seelensand, da muss ich mal gucken, ob ich das außerhalb des Nessers überhaupt kriegen kann. Ich hoffe ja natürlich immer noch auf einen Wandering Trader, dass man mit dem da irgendwie rankommt. Aber ansonsten würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und da weiß ich noch nicht, was wir da machen. Da bauen wir vielleicht schon die Base zuerst und so. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben dalässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.